Vollgefressene Bullen im Dämmerzustand ist der Titel des heutigen Markeflüsters, zu dem ich Sie allerherzlichst begrüße. Ja, man hat so das Gefühl, nach dieser massiven Rallye, S&P immerhin 18% seit dem Dezember, tief sind die Bullen so selbstzufrieden, stehen auf der Weide, grasen vor sich hin und sind in einen zufriedenen Dämmerzustand verfallen und flatulieren ab und zu vor sich hin. Es ist träge, es ist wenig Bewegung, es sind kaum Umsätze, ein bisschen Action gab es. Nach Eröffnung der Wall Street, da sind die Märkte noch mal ein bisschen hochgegangen, nachdem die US-Futures zunächst in den Miesen waren. Und sie waren in den Miesen, weil wir in Europa wieder mal sehr, sehr schwache Konjunkturdaten hatten. Italien Industrieproduktion mit einem katastrophalen Einbruch jetzt im Dezember. Wir hatten dann in Deutschland den ZDW-Index. Naja, der war ein Ticken in der Headline weniger schlecht als befürchtet, aber die Einschätzung der aktuellen Lage so schlecht wie seit 2009 nicht mehr. Also auch nicht wirklich ein Grund zum Feiern. Dann haben wir die Baustellen Handelskrieg. Da ist ja die Verhandlung derzeit oder die Vorverhandlungen, die Vorgespräche laufen, bevor dann am Donnerstag es weitergeht. Liu He trifft dann auf die gesammelte US-Mannschaft. Juncker in Sachen Autozölle. EU hat gesagt, Trump hätte ihm sein Wort gegeben, dass er nicht einseitig hier vorgehen werde, also nicht einseitig Zölle anheben werde. Da ist sozusagen auch nicht wirklich klar, wie es weitergeht in Sachen Fed. Der nächsten großen Baustelle hat sich Loretta Mester wieder geäußert. Diese Dame ist insofern sehr interessant, weil sie oft Vorschläge bringt, die dann Konsens werden, weil sie insgesamt so ein bisschen in der Mitte ist zwischen hawkischen und dovischen Positionen. Und Mester hat nochmal gesagt, dass diese Bilanzreduzierung ein Thema ist, über das man in nächster Zeit sprechen wird. Morgen kommt das FOMC-Protokoll um 20 Uhr von der letzten Sitzung, in deren Anschluss Jerome Powell, der Fed-Chef, dann ja die Märkte beruhigt hat und vor allem gesagt hat, ja, mit der Bilanzreduzierung, da gucken wir mal. Vorher war ja der Begriff Autopilot so schockierend für die Märkte, weil Liquiditätsentziehen. Dieses FOMC-Protokoll übrigens, das werde ich morgen im Live-Webinar begleiten, wo wir uns einfach mal anschauen, was sagt die Fed da eigentlich? Das ist ja so richtiger Notenbankersprech, fast kodiertes Reden oder Schreiben. Jedenfalls wollen wir uns mal anschauen, was da dann passiert, wie die Reaktion der Märkte ist, ob die Sinn macht oder vielleicht auch weniger Sinn macht. Morgen Mittwoch 20 Uhr. Würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Aber wir haben ansonsten Zahlen heute Morgen gesehen von HSBC, der größten Bank Europas, die schwach waren, vor allem auch mit dem Hinweis auf die Schwäche in China. Hat der HSBC den Ausblick gesenkt. Das hat den gesamten Bankensektor in Europa unter Druck gebracht. Und dann hatten wir Walmart in den USA mit sehr, sehr anständigen Zahlen. Aber die waren vor allem sehr gut, nämlich die Earnings, die Gewinne, weil das Unternehmen doch relativ deutlich die Preise angehoben hat. Inflation, ich hörte vielleicht doch trapsen, könnte man da meinen. Jedenfalls hat das Ergebnis deutlich verbessert und es zeigt, dass weniger Leute bei Walmart eingekauft haben, aber die Preiserhöhungen eben dazu geführt haben, dass das Ergebnis so gut ist wie seit 10 Jahren nicht mehr. Also auch da zeigt sich eine interessante Logik. Die Märkte sind unglaublich selbstzufrieden, hat man derzeit das Gefühl. Wir sind jetzt aktuell nach Maßstab des Bullish Percentage Index, ein Gradmaß für Überkauftheit oder Überverkauftheit, so überkauft wie seit 2015 nicht mehr. Wir sind jetzt ganz, ganz kurz davor, diesen Allzeitrekord aus dem Jahre 2015 zu erreichen. Absolute Selbstzufriedenheit, Advanced Decline Linie fast vor neuen Allzeithochs, also die Anzahl der Aktien, die neue 52-Wochen-Hochs erreichen im Vergleich zu 52 Wochen Tiefs. Auch hier also eine ganz klare Sprache, wohliges vor sich hin, denn man kann nicht schief gehen, alles ist super, Handelsgespräche werden klappen, Fed wird uns nicht wehtun, Konjunktur nicht so schlimm, globaler Abschwung nicht so schlimm, das ist nicht unser Thema. Aber möglicherweise bildet sich jetzt, das wird sich noch zeigen, hier etwa beim Nasdaq hier so ein Rounding Top, das muss man abwarten, ähnliche Struktur übrigens auch bei der Google-Aktie. Aber schauen wir uns die Charts mal an, beginnend mit dem DAX, der aktuell bei 11.327 steht, jetzt so in den letzten 5 bis 10 Minuten so ein bisschen Schwung bekommen hat. Davor ging es mal runter, wieder rauf, dann wieder runter. Jedenfalls haben wir es nicht geschafft, heute Morgen hier in Richtung der 11.390er-Marke zu laufen, dem bisherigen Hoch aus dem Jahr 2019. Eine der spektakulären Aktien, wieder die Wirecard, offenkundig Short-Eindeckungen.
die hier passiert sind. Die Aktie teilweise 8-9% im Minus, kommt jetzt aber wieder so ein bisschen runter, aktuell bei 119. Ich hatte HSBC schon angesprochen, da geht es relativ saftig runter, knapp 4%. Wie gesagt, Europas nach Marktkapitalisierung größte Bank, ist ja vor allem im asiatischen Handel sehr, sehr stark vertreten. Dementsprechend hat man da sehr genau hingeschaut, vor allem auf die Aussagen in Bezug auf die Konjunktur in China. Aber dann die US-Märkte haben sich dann gesagt, naja, wir haben doch die FED, wir haben die unmittelbar bevorstehende Einigung im Handelskrieg. Und was wir hier sehen, das ist der S&P 500, der, naja, nicht viel macht. Wir sind bei 2781, so in den letzten Minuten, so ein bisschen nach oben gekrabbelt. Die wichtige Marke erstmal, die 2790, das war das Hoch aus dem Dezember, bevor es dann so massiv nach unten ging. Dann die Widerstände eben 2800, 2020, da ist also jetzt eine Menge, sind eine Menge dicke Bretter zu bohren. Schauen wir uns den Dow Jones an, 25.871 Pünktchen, da tut sich also auch nicht so wahnsinnig viel. Vielleicht kommt noch ein bisschen Action rein heute, das muss man sehen. Im Grunde fehlt so ein bisschen die Motivation, wo soll die Action herkommen? Alles wartet auf das, was da in China passiert. Manche warten vielleicht auf das FOMC-Protokoll. Hier der Nasdaq noch in diesem Aufwärtstrendkanal. Interessant, derzeit auch der Russell 2000, der fast am bullischsten ist von allen amerikanischen Indizes, dieser amerikanische Nebenwerteindex von 1265 jetzt rauf auf 1571, ohne nennenswerte Korrektur. Der Index hat jetzt ein Kursgewinnverhältnis von über 19, super günstig also. Und wir haben bei der Devisenseite eine interessante Entwicklung. Da sahen wir nämlich zunächst mal Dollarstärke heute. Jetzt sehen wir Dollarschwäche auf einmal, der Euro bei 1,1330. Die US-Renditen fallen weiter tendenziell. 2,63% die 10-jährige US-Staatsanleihe. Normalerweise müssten die Renditen eigentlich mit nach oben gehen, wenn die Aktienmärkte hossieren, weil man sich sagt, na, ist doch alles super, das Umfeld ist gut, also wollen wir höhere Renditen haben als Ausgleich sozusagen, wenn wir schon Staatsanleihen kaufen, wenn wir nicht in Aktien investieren. Wir sehen vor allem, das britische Pfund legt deutlich zu, ohne Nachrichten eigentlich. 1,30, 1,41. Wir sehen den Silberpreis bei 15,93 $ nach oben gehend, aber nicht so stark nach oben gehend wie Gold, das heute scheinbar hier nach oben ausbrechen will. 1,337. Und wir sehen The Crude Oil nach wie vor im Bereich der 56-Dollar-Marke. Also, es ist so ein vor sich hin Dämmern bisher. Vielleicht kommt jetzt mal Action rein. Die Umsätze waren mal wieder super, super mau. Wir warten letztendlich auf das, was da in dieser Woche passiert. FOMC-Protokoll morgen, wie gesagt, im Live-Webinar. Würde mich freuen, wenn Sie da dabei sind. Aber dann am Donnerstag die Einkaufsmanager-Indizes aus Europa und am Freitag dann das BIP, die zweite Veröffentlichung aus Deutschland, wo die Frage sich dann stellt, rutschen wir doch in die Rezession, wenn nämlich aus dieser 0,0, wie in der Vorabschätzung gemeldet, dann doch eine minus 0,1 wird. Wir werden sehen. Ihnen jetzt erstmal einen wunderbaren Feierabend und tschüss.